Ich würde Ihnen beiden noch ein paar Fragen stellen, wenn Sie die Zeit entbehren könnten. Natürlich, ich sage Ihnen alles, was ich weiß. Also, egal, was es mit dem Fall zu tun hatte, ich fange direkt an, oder? Ich wurde geboren im... Nein, Quatsch. Ich erzähle Ihnen alles, was ich weiß, über Redmond, über die London Times, über die Größe meiner Schuhe. Oh, er meint es tatsächlich ernst, verdammt. Tja, Kai mag Zeit für dieserlei Unsinn haben. Ich nicht. Ach komm schon, Robert. Du hast doch sicher ein paar Minuten für die junge Dame, oder? Oh Gott. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Also, Mr. Thickman, Sie haben uns gebeten, herauszufinden, warum Redmond verschwunden zu sein scheint. Das liegt vermutlich daran, dass Sie ihn vergöttern und Sie Ihren Superhelden zurück wollen, oder? Aber ja, natürlich. Ich bin schließlich ein riesiger Redman-Fan und das gebe ich auch gerne zu. Aber dahinter steckt noch mehr. Oh, inwiefern? Naja, Artikel über Redman haben sich in der London Times als extrem beliebt erwiesen. Immer wenn es eine Geschichte über ihn gab, wurden unsere Ausgaben schier aus den Händen gerissen. Wollen Sie damit sagen, Redmans Verschwinden wirkt sich auf die Verkaufszahlen aus? Schauen Sie gerne selbst, es läuft nicht alles glatt. Hm? Also ja, Redmans Verhalten wirkt sich auf unser Geschäft aus. Doch die andere Sache ist die Sicherheit auf den Straßen. Laut unseren Reportern steigt die Verbrechensrate immer weiter an, seit Redman verschwunden ist. Hm, ich verstehe. Diese Medaille scheint ja zwei sehr unterschiedliche Seiten zu haben. Es geht nicht so sehr um die Verkaufszahlen der Zeitung, sondern vielmehr um die Sicherheit der Londoner. Wir brauchen Redman auf unseren Straßen. Er muss das doch wissen. Ich verstehe einfach nicht, warum er sich nicht mehr zeigt. Mir war nicht bewusst, dass Redman so viel Einfluss auf die Verkaufszahlen hat. Voll der Hinweis. Die Schuhgröße interessiert dich jetzt wirklich? Bitte nicht. Ich will nicht, dass der Typ noch mehr redet. Der ist anstrengend. Hat er noch was zu sagen? Bitte nicht. Unsere Leser liebten es einfach, wenn es eine Geschichte über Redman gab. Was wohl auch erklärt, warum die Zahlen abgesackt sind, seitdem er verschwunden ist. Und ich mache mir auch Sorgen um die Öffentlichkeit. Ja, das hatten wir doch alles schon. Okay. Gut, dann sprechen wir mal mit Mr. Khan. Könnten Sie uns sagen, was Sie über Redman wissen, Mr. Khan? Sicher. Gar nichts. Tja, ich gewinne langsam den Eindruck, dass Sie nicht gerade zu Redmans größten Fans zählen. Natürlich hat Redman eine große Bedeutung für London. Er taucht ja nicht nur in unserer Zeitung auf. Wir hatten auch Exklusivartikel in einigen unserer Magazine. Redman ist aber nur eine Modeerscheinung, auch wenn ich dankbar für das bin, was er schon für uns getan hat. Aber die Leute werden ihn schon irgendwann satt haben. Wenn man immer nur Redman, Redman, Redman hört, verliert das auch irgendwann seine Anziehungskraft. Oh ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Man kann ja nicht jeden Tag das Gleiche essen und mag es noch so lecker sein. Wir sollten Redman vergessen. Suchen wir lieber nach neuen Nachrichten und nicht nach denen von vorgestern. Ganz ehrlich, Kai, wie lange willst du denn noch diesem kindischen Superhelden-Unsinn nachjagen? Robert, Redman ist kein Unsinn. Er ist hip, er ist cool, er ist krass und er ist geil. Oh, Scheiße, Alter. Du klingst ja sogar schon wie ein Kind. Oh, Hilfe. Klingst ja sogar schon wie ein Kind. Wir sind aber keine Kinder mehr, Kai. Um Himmels Willen, wir sind doch inzwischen selbst Eltern. Scheiße, die haben beide Nachwuchs? Fuck, warum? Also bei der Körperform von Mr. Khan, wenn das Kind genauso geformt ist, hoffe ich, dass es mit den Füßen zuerst rausgekommen ist, weil alles andere wäre anstrengend gewesen. Auch Eltern könnten Superhelden sein. Eigentlich brauchen Eltern Superhelden sogar noch mehr als alle anderen. 24 Stunden am Tag reichen für sie ja schließlich kaum. Bei dieser Sache geraten sie aber ganz ordentlich aneinander, oder?
Sie sind eindeutig schon sehr lange befreundet. Ich vermute mal, dass das nur Neckereien sind. Bestimmt. Nun haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit, Mr. Thickman und Mr. Khan. Ich denke, wir sollten jetzt raus auf die Straße gehen und dort ein paar Fragen stellen. Ja, bitte weg von den Leuten, schnell. Wenn Sie uns also bitte entschuldigen würden, wir setzen jetzt unsere Ermittlungen fort. Ja, brillant. Gehen Sie und tun Sie, was Detektive so tun. Lösen Sie das Rätsel von Redman. Verschwenden Sie ruhig Ihre Zeit, wenn Sie wollen. Sie werden eh nichts herausbekommen. I'm calling it now. Mr. Khan is Redman. Ich sag's euch. Muss einfach so sein. Oder wir haben wieder so ein Crossover mit dem ersten oder mit den vorherigen Fällen. Und Redman ist in Wirklichkeit gar keine Ratte, sondern ein Leguan. Aber tatsächlich ein Schauspieler, der sich als Leguan verkleidet hat, um dann Redman zu sein. Aber in Wirklichkeit besteht der Schauspieler nur aus Waffelteig und ist leider eines Nachts in eine Pfütze gefallen und hat sich aufgelöst. Das klingt logisch, oder? Also bei diesem Spiel würde es mich nicht wundern. Wisst ihr, was ich für eine richtig gute Idee halte? Wenn wir dieses Büro verlassen. Und zwar schleunigst. Also was genau wollen wir eigentlich hier über Redman herausfinden? Als erstes vielleicht, wer er ist. Und warum er all diesen Superheldenkram überhaupt macht. Das ist genau der Punkt, Sherl. Niemand weiß es. Das alles ist ein großes Rätsel. Er taucht immer nur in seinem typischen Redman-Anzug auf, daher weiß niemand, wer er wirklich ist. Warum gerade eine Ratte? Als Hund ist man schon schlimm genug dran. Man würde meinen, dass er gerne Anerkennung für all seine guten Taten hätte. Vielleicht. Vielleicht ist ihm leicht mal etwas peinlich? Also, wenn man einen solchen Anzug trägt, dann sollte einem eigentlich gar nichts mehr peinlich sein, oder? Das würde ich unterschreiben, wenn ich Hände hätte. Wenn ich Flügel habe, warum laufe ich eigentlich? Wie dem auch sei, da wir sonst nichts über ihn wissen, schätze ich, dass wir uns umhören sollten, ob ihn nicht irgendwer gesehen hat. Es klingt, als ob er bis vor kurzem relativ regelmäßig in Erscheinung getreten ist, also haben wir eine gute Chance, jemanden zu finden, der ihn gesehen hat. Sehr gut, Miss Layton. Ich frage einfach ein paar Passanten. Oder paar Passantinnen. Passantinnen? Passierende. Hier war da gerade noch was, oder? Was für ein köstlicher Duft. Leider kommt er aus dem Restaurant nebenan. Was? Was? Was ist jetzt so schlimm daran, dass er aus dem Restaurant nebenan kommt und nicht von irgendwo anders her? Oder wollte sie damit sagen, dass sie keine Zeit hat, in das Restaurant zu gehen? Ich ärgere es ein bisschen, dass sie seine Stimme nicht mehr weiß. Ach, guten Abend wünsche ich, Samuel. Sammeln Sie etwa auch Informationen für einen Artikel? Hallöchen, ich bin gerade mit meinen Interviews fertig geworden und jetzt auf dem Weg zurück ins Büro. Haben Sie den Chef gefunden? Sind Sie mal durch die Bleiwüste spaziert, die wir unser Büro nennen? Ja, wir haben Mr. Thickman gesprochen. Er hat uns gebeten, Ermittlungen darüber anzustellen, wo sich Redman derzeit befindet. Ah, das Spiel spielt er also. Wissen Sie, ich persönlich war nämlich für die Artikel über Redman zuständig, als er noch da war. Plot Twist, das Restaurant ist das Bite. Und Redman wurde in Wirklichkeit in kleine handliche Häppchen zerteilt. Also, haben Sie ihn schon getroffen? Sie haben Redman persönlich getroffen? Natürlich habe ich das Dutzende von Malen, aber man sollte auch erwähnen, dass er ein scheuer Geselle ist, der sofort verschwindet, sobald sein Werk getan ist. Um ihn zu treffen, muss man schon Einsatz zeigen. Wow, Dutzende von Malen? Das ist ja fabulös. Haha, ich könnte wohl kaum Artikel über etwas schreiben, was ich nicht gesehen habe, oder? Wenn Redman wo sein Schwänzchen zeigt, steht Sammy schon längst bereit. Ein
Tja, ich würde sagen, die Leute finden es nicht so korrekt, dass ich deinen schwulen besten Freund zu einem Treffen auf Toilette rufe. Puh, der ist tatsächlich schwul. Okay. Um mal ein Zitat einzubringen. Egal, wenn es niemand versteht. Meine Güte, Sie sind ja selbst auch ein Superheld, Mr. Sniffler. Ein Reim dann noch dazu. Ha, ich doch nicht, Junge. Ich bin es nur, der die Öffentlichkeit über Redmans Taten informiert. Nur leider scheint Redman nicht mehr hier zu sein. Das können Sie laut sagen, Miss. London ohne Ratten ist nicht London. Natürlich haben wir unsere eigenen Ermittlungen zum Verschwinden unseres Nagetierfreunds angestellt, aber wir haben nichts herausgefunden, nicht das Geringste. Ja, weil er so scheu ist. So ein rätselhafter Streiter für das Recht. Aber keine Angst, die Stimmen der Menschen von London werden nicht auf taube Ohren treffen. Die Ratte kehrt zurück. Ein scheuer Held, der unerwartet in Erscheinung tritt. Ich bin total dumm, aber ich wiederhole einfach Sachen, die Leute sagen und nehme das als Hinweis. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich damit anstellen soll, aber am Ende mache ich einfach... Und dann passt alles zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hasse Catriel ein bisschen. Gut, fragen wir doch mal Oma. Was geht denn bei dir? Oh je, Mini, ich hab doch immer was zu tun, oder? Och, was habt ihr denn heute so getrieben? Ein neuer Fall, was? Oh, die alte Tratsch-Tante. Ihre Neugier wird noch ihr Untergang sein. Eigentlich untersuchen wir gerade Redmans Verschwinden. Oh je, Mini, was kommt denn als nächstes? Redman, sagt ihr? Ich schätze, sie kennen nicht zufällig seine wahre Identität, oder? Na klar, Kent. Wahrscheinlich kann sie auch die Lottozahlen vorhersagen. Oh, tut mir leid, Schätzchen. Och, ich weiß nur, dass er in der Zeitung steht. Ich verstehe. Aber sie klingen trotzdem wie ein Fan. Ach, na ja. Wie sollte man denn kein Fan von ihm sein? Das ist doch so eine spannende Geschichte, Irgendwer muss doch wissen, wer dieser rätselhafte Held ist. Ich habe immer jeden Artikel gelesen, den es über ihn in der London Times gab. Oh, ich wusste gar nicht, dass Sie die London Times lesen, Mrs. Enigma. Och je, Mini, ja, ich lese viel Zeitung. Schreib dir das hinter die Ohren, junger Mann. Aber die London Times mag ich ganz besonders. Da findet man immer die spannendsten Häppchen. Dies ist übrigens kein Placement von der London Times, die dieses Spiel mitfinanziert hat. Auf keinen Fall. Aber da gibt es Celebrity-Hochzeiten, Sichtungen seltsamer Kreaturen. Och, ich lebe für solche Sachen. Ja, ich kann das verstehen. Es gab sogar ein Magazin vom gleichen Verlag mit einem Sonderartikel über Redman. Das habe ich natürlich auch gleich aufgeschnappt. Ach, das kann ich euch sagen. Und oh, ich hoffe doch sehr, dass denen auch weiterhin so entzückende Geschichten einfallen. Für mich klingt der Verlag der London Times schon hart nach der Funke Mediengruppe. Aber just saying. Wir scheinen noch nicht viel Nützliches über Redman herausgefunden zu haben, oder? Nein, es ist schwierig, etwas über jemanden herauszufinden, der sein Möglichstes tut, in ein Rätsel zu bleiben. Ich hatte gedacht, wer Cat heißt, ist eine gute Rattenfängerin. Alter. Das Spiel, ne? Sehr witzig, Shirl. Ich glaube, wir müssen unsere Suche etwas ausdehnen. Befragen wir doch mal Leute in etwas weiterer Entfernung. Ja, gehen wir einfach an einen zufälligen anderen Ort und fragen dort Leute. Beste Sache. Ich will meinen Haushund doch nur im äußersten Notfall durch eine Katze ersetzen. Was? Haben wir eigentlich in der letzten Dreiviertelstunde nur zwei Rätsel gehabt? Ja, oder? Meine Güte, hier an der Guildhall treiben sich um diese Zeit aber viele Leute rum, oder? Sieh dir nur all diese Menschen im Hintergrund an.
Also außer uns dreien sehe ich ganze null Leute. Das sind vermutlich die ganzen Büromenschen von hier, die nach der Arbeit nach Hause wollen, Ernest. Fragen wir so viele Leute wie möglich, ob sie etwas über Redman wissen. Hey, wisst ihr, was ich für eine richtig gute Idee für das neue Layton-Spiel halte? Lass mal in jedem Fall Charaktere recyceln, die wir in den anderen Fällen schon hatten. Da müssen wir uns nicht so viel ausdenken. Außerdem sind die alle total witzig und kreativ und überhaupt nicht nach drei Sätzen verbraucht von ihrem Joke her. Lass die mal jedes Mal wieder einbringen. Voll gut. Ich kann's überhaupt nicht erwarten, dass er uns zum fünften Mal irgendwelche Pompeias oder wie auch immer die Viecher heißen andrehen will. Beste Sache. Ja, wenigstens ein Rätsel für uns. Oh, hallo, ich habe ein brandneues Rätsel für Sie und nur für Sie. Kam erst heute heraus. Ein Rätsel? Wunderbar. Ach, warum wollen nur immer alle Rätsel und nie Poponios? Aber gut, warum hat er eigentlich jetzt diesen italienischen Akzent, den der Kellner hat? Keine Ahnung. Rätsel. Sportquiz. Die Bilder zeigen Erfolg und Misserfolg in zwei verschiedenen Sportarten. Das Bild links zeigt Erfolg, das rechte Misserfolg. Beide Sportarten werden von der Seite gezeigt, und zwar aus demselben Blickwinkel. Die Bilder oben zeigen Fußball, aber welcher Sport wird durch die Bilder unten dargestellt? Volleyball? Nein, also das Ziel ist es, wenn kein Ball da ist, ja? Warte mal. Was? Golf? Ja, aber warum denn Golf? Ach so, ja, weil der Ball dann eingelocht ist. Ich habe auch erst Golf gedacht, aber ja. Der Ball ist nicht zu sehen, weil er eingelocht ist. Macht erschreckend viel Sinn. Übrigens, die Lösung bitte nicht direkt im Chat spoilern, das wäre total nett. Lasst mich mal kurz selber überlegen. Aber ja, es ist halt total Golf. Weiß ich, wie man das löst. Wir lösen wirklich jedes Rätsel. Entschuldigung, und bei vier Buchstaben? Ja, vier Buchstaben hat nicht immer was zu sagen. Wir hatten auch schon so ein Rätsel, wo man Wort eingeben musste. Da konnten wir fünf Buchstaben eingeben und die Lösung war Luft. Also... Aber nun ja. Das war mal wirklich ein schönes Rätsel. Danke. Ich hoffe, Sie haben in Zukunft noch mehr von der Qualität. Eigentlich handle... Nee, falscher Dialekt. No, eigentlich handle ich mit Pompadios, nicht mit Rätseln, aber... Ach, völlig egal. Weg mit ihm. Seinen Dialekt kann ich heute nicht. Wir belästigen Sie nur ungern, Conny, aber... Haben Sie schon mal von Redman gehört? Redman? Hab ich. Glaube ich. Ja, von ihm habe ich in der Zeitung gelesen. Ah, verstehe. Dann wissen Sie also nicht mehr über ihn? Nein, nicht wirklich. Natürlich ist er für mich, als Beamter gewissermaßen eine Vorbild. Aber ich, also wissen Sie, ich meine, also... Dass man von den Bürgern von London, also dass man denen tatkräftig hilft. Meinen Sie, dass Sie die Art von Mensch sind, die rasch eingreift und hilft, wenn ein Mitglied der Allgemeinheit mal Probleme hat? Ja, denn genau so würden wir alle Beamten beschreiben. Beamten sind eine Art Mensch, die rasch eingreift und helfen, wenn ein Mitglied der Allgemeinheit ein Problem hat. Natürlich.
Nein. Ich meine, ich dachte mir, ich... vielleicht könnte ich mit Bodybuilding anfangen. Was? Bodybuilding? Ich, Das ist doch keine Frage der körperlichen Stärke. Sie können den Leuten auch so helfen, wie sie sind. Da bin ich mir sicher. Oh, ich weiß nicht, wenn man nicht stark ist, dann muss man schnell sein. Und, wie schon mein Vater immer gesagt hat, man kann sich alles erlauben. Man muss nur schneller laufen können. Okay, haben wir... Ja. Haben wir... Wir müssen doch irgendwo noch mehr Hinweismünzen sein, oder? Ist doch ein neuer Fall. Nee. So, das ist wieder nur der Text. Das ist hier. Da ist noch Licht. Das ist auch nur Text. Ja gut, dann, ich habe auch keine Ahnung mehr, wie seine Stimme war. Es ist zu lange her, dass wir den gesprochen haben. Entschuldigen Sie, können Sie uns vielleicht helfen? Haben Sie schon einmal von Redman gehört? Ich habe nicht nur von ihm gehört, sondern ich rief, Trommelwirbel, Hilfe, als ich mal wen brauchte, und zwar nicht irgendwen. Und da kam er. Wieso fragen Sie? Sie meinen, Redman ist tatsächlich aufgetaucht, um Sie zu retten? Bingo, erzählen Sie uns bitte alles darüber. Oh, also das war vor, nun, ungefähr 3 Monaten, glaube ich. Ich war drunten in Bowlin Hill. Da gab es ein kleines Kino, ein alter Film von Reggie Director gezeigt wurde, den ich mir mal ansehen wollte, auch wenn es, diesmal, Trommelwirbel, kein U-Boot gab. Ein paar Trottel tauchten auf und wollten mir mein Geld abknöpfen. Ja, holla, was haben Sie denn da gemacht? Ich sagte natürlich nein, aber das waren richtig fiese Unken. Alter. Die wollten mich richtig hart rannehmen. Alter. Das waren richtig fiese Unken, die wollten mich hart rannehmen. Wer übersetzt sowas? Warum? Und dann ist da na 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 na. Warum habe ich Parkebell im Kopf? Warum komme ich gerade nicht auf die Batman-Theme? Egal. Redman, 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 aufgetaucht. Darauf wollten wir eigentlich hinaus. Und dann hat er den für sie Beine gemacht? Jupp, er hat ihnen eine Dosis ihrer eigenen Medizin verabreicht. So hatte ich Zeit zum Fliehen. Oh, Sie wissen also gar nicht, was danach passiert ist? Also mit Redman meine ich? Nein, ich habe einfach nur schleunigst die Beine in die Hand genommen. Ich schätze, ich hätte mich wirklich bedanken sollen. Naja. Na 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 Batman, Batman. Das ist es schon, oder? Aber das passte halt irgendwie nicht zu dem Rhythmus, der da geschrieben stand. Deswegen hat mich das irgendwie so total rausgebracht. Aber egal. Das war also in Bowlin Hill, meinten Sie? Genau. Anscheinend tauchte er dort ziemlich oft auf. Ja, ich habe gehört, dass Bowlin Hill nicht gerade der netteste Teil der Stadt sein soll. Da soll es jede Menge Kleinkriminalität geben. Jupp. Mich bringen da keine 10 Pferde mehr hin. Wenn es Sie dahin verschlägt, dann sollten Sie sehr vorsichtig sein. Vielen Dank für die Warnung und das waren auch sehr hilfreiche Informationen. Redman taucht also oft in Bowlin Hill auf, ja? Ja, das ist gut zu wissen.
Dort könnte es noch andere Leute geben, die ihn getroffen haben. Dann lass uns mal gleich in die Richtung gehen und nachschauen, was wir herausfinden können. Ich finde das schon ein Hinweis jetzt, oder? Also, hätten wir da nicht jetzt noch einen Hinweis kriegen können? Hätte ich okay gefunden. Oh, wow. Warum habe ich das Bedürfnis, eine Kaffeefiliale zu verwüsten? Aber gut, andererseits ist das wahrscheinlich auch eine Frage, die ich so nicht stellen kann, weil die erste Regel beim Projekt Chaos ist, es werden keine Fragen gestellt. Gut. Hm. Das ist also Bowling Green, Miss Layton. Dieser Park ist von Anfang... Was? Ach so, der Park ist der Anfang des Bowling Hill Viertels. Hm, abgesehen von dieser Statue, die wirklich beeindruckend ist, gibt es hier nicht viel zu sehen, oder? Als Park macht das nicht sehr viel her. Warum habe ich das verlangt zu sagen? Das kannst du hier nicht nutzen, wenn ich das Fahrrad sehe. Ich kann dir gerade nicht ganz folgen. Das ist einfach eine random Point-and-Click-Anspielung sein, oder... Entgeht mir da irgendwas? Es war mal ein wichtiges Industriegebiet, Miss, aber heutzutage ist es ziemlich vor die Hunde gegangen. Pokémon, das Pixelfahrt? Oh, okay, das, ja, ich habe nie die Pokémon-Spiele gespielt. Sorry. Es ist ein... Es gibt reichlich unschöne Gerüchte über diese Gegend, fürchte ich. Über Banden und allerlei Übeltäter. Wir sollten vorsichtig sein. Cat? Ja, Sir? Ich habe das Gefühl, dass man uns beobachtet. Beobachtet? Wer denn? Oh nein. Man hat uns schon aufs Korn genommen, was? Lauf, Miss Layton! Schnell! Hey, sieh da! Ja, lass uns... Oh. Sie sind Catrell, oder? Detektivin. Ich bin Catrell, ja. Kann ich dir helfen? Es ist nur ein kleiner Junge. Mir wurde gesagt, dass ich Ihnen das geben soll. Trägt er da ein kleines Redman-Kostüm? Oh, ein Zettel. Worum es dabei wohl geht, frage ich mich. Guck halt auf den Zettel und find's raus. Wenn ihr weiter diesem Fall nachgeht, werdet ihr genauso verschwinden wie Redman. Tja. Benimmt sich da jemand nur daneben oder ist das eine ernsthafte Drohung? Die Sache wird langsam spannend, Jungs. Schräger Kerl. Sag mir mal, wie sah denn die Person aus, die dich gebeten hat, uns das hier zu geben? Er hatte eine Brille auf und er war dünn. Der hatte einen Kopf wie einen Ballon. Gut, also bis auf den... Also... Bis auf den Kopf wie einen Ballon... Hätte ich gesagt, es passt auch auf mich. Aber... Habe ich da Kahn gehört? Hm... Einen Kopf wie einen Ballon? Ich habe das Gefühl, dass ich so jemanden vor kurzem getroffen habe. Weißt du, wo er jetzt sein könnte? Nein, er hat mir diesen Zettel gegeben und dann ist er verschwunden. Es klingt, als ob er Redman beseitigt hat und jetzt dich beseitigen will, Miss. So scheint es zumindest in dieser Notiz zu stehen, ja. Was darauf hindeutet, dass die Muckimaus der Gerechtigkeit einen Erzfeind hat. Oh, ist Khan einfach der Erzfeind? Ist das etwa eine Star Trek-Anspielung? Wer weiß das schon. Khan ist einfach der Erzschurke, er ist einfach... Wie könnte der Erzfeind von Redman heißen? Ist es dann kein Pinguin, sondern der Eisbär? Oder... Ist es nicht der Joker, sondern... der Laugher? Was für schlechte Witze könnten in diesem Spiel untergebracht sein? Ich befürchte, wir werden es herausfinden.
sehr wahrscheinlich. Schließlich hat Redman bei dem Treiben von zahlreichen Verbrechern ein Ende gemacht. Das hat einigen Leuten sicher nicht gefallen. Was sollen wir denn jetzt tun? Wenn man kämpft, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, muss man mit etwas Widerstand rechnen. Nicht der Riddler, sondern der Writer. Damn. Beziehungsweise was heißt denn Verleger auf Englisch? Aber ja. Aber ja, ist, guter Gedankengang. Ich werde mich doch von so einer kleinen Drohung nicht abschrecken lassen. Eigentlich hat sie nur dafür gesorgt, dass ich noch entschlossener bin als vorher. Bravo, Miss Layton, das ist die richtige Einstellung. Also, eins nach dem anderen. Erkunden wir erstmal gründlich die Gegend. Vielleicht können wir ja diesen Ballonkopf finden, der mir Drohungen schickt. Und dann lassen wir ihm die Luft raus. Warum schickt uns Mr. Mackey eigentlich Drogen?